Herr Abgeordneter Wilimski ist nun am Wort, stelle die Uhr wunschgemäß auf 6 Minuten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zunächst auch Worte des Dankes und der Bewunderung sagen. Die eine Danksagung geht in Richtung des Professor Grünewald, der unglaublich spritzige, gute Rede gehalten hat, gerade noch nicht wahrscheinlich mit dem grünen Parteiausschluss bedroht wurde, aber wer zwischen den Zeilen gelesen hat und auch vermag, ihn richtig zu deuten, der hat schon die Botschaft richtig verstanden. Gut hat er das gemacht, intellektuell spricht sich ganz anders als die grüne Klubobfrau. Und gut auch, was der Herr Matzenetter hier gesagt hat und dem entgegengehalten hat, was hier von grüner Seite kommt. Wissen Sie, was für mich das Grundproblem an dem Ganzen ist? Ich wohne im Bereich des Wiener Stadtparkes und wenn ich durch den Stadtpark hindurchgehe, passiert mir das, was allen im Stadtpark passiert, auch den Eltern mit Kindern. Du kommst durch den Stadtpark nicht durch, ohne mindestens 3-mal damit konfrontiert worden zu sein, ob man nicht etwas brauche. Ja, das etwas brauche heißt aber nicht irgendwo Drogen konsumieren oder kaufen wolle. Das ist alles irgendwo ohne Probleme. Und wenn man den Stadtpark dann durchquert hat und passiert hat und vielleicht möglicherweise und dann auf einen Kaffee gehen möchte, ja, oder Bier trinken gehen möchte und sich auch bekennt dazu, wie ich, der sagt, ja, ich rauche gern. Bin vielleicht einer der letzten Dinosaurier hier, der auch dazu steht. Soll es auf einmal da verunmöglicht werden? Und da ist aus meiner Sicht eine völlig falsche, Kollege Rasinger, Prioritätensetzung, dass ihr nichts macht dagegen, ja? Dass in Wien auf offener Straße Drogen verkauft werden, Drogen konsumiert werden und auf der anderen Seite hier eine Scheindiskussion aufgemacht wird, die wir bislang in guter und bester österreichischer Tradition gut bewältigt haben, indem ein friedliches, ein gedeihliches, gutes Nebeneinander, Miteinander von Rauchern und Nichtrauchern möglich war. Und es war für mich in jüngster Vergangenheit eine recht interessante Geschichte. Es hat im Fernsehen einen Diskussionsbeitrag gegeben mit dem Helmut Schmidt, der Stellung bezogen hat zu den Problemen der deutschen Politik. Und das war überhaupt kein Problem. Der Helmut Schmidt hat die Ausnahmeregelung, er hat einen Aschenbecher vor sich gehabt und hat einen nach der anderen rauchen dürfen. Und der Redakteur, der ihn gefragt hat, hat ihn nicht geklagt wegen Passivraucher. Da ist irgendwo ganz narrisch, dass er jetzt gesundheitlich beeinträchtigt worden wäre. Helmut Schmidt erfreut sich eines hohen Alters, also ganz so kann der Zusammenhang mit der Gesundheitsgefährdung vielleicht auch nicht da sein. Und das andere, was noch, ja, na, irgendwo interessanter war, vor 2 Jahren das Konzert der Stones im New Yorker Beacon Theater, wo im Herzen, ja, New Yorks, wo die Tabakgeschichte sowas von verpönt ist, überhaupt nirgends, ja, auf der Bühne geraucht ohne irgendein Problem, war der Keith Richards. Und auch unter den Gästen und den Zuhörern dieses Konzertes war keiner, der irgendwo durch den Passivrauch so in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es war für mich beides Ausdruck einer Zeit, ja, die noch ein bisschen in die jetzige hineinstrahlt, wo alles noch halbwegs, ja, normal war und jetzt beginnt sich in eine Richtung zu entwickeln, wo man die Augen vor den richtigen Problemen verschließt und irgendwelche Scheindiskussionen aufmacht, wo es in Wahrheit keine Probleme gibt. Ich behaupte, Herr Kogler, ich behaupte Folgendes, diese Regelung in den Lokalen, ja, wo man sagt, man trennt hier ab in einen Raucher- und einen Nichtraucherbereich, der aber nach genauen gesetzlichen Determinationen zu erfolgen hat, funktioniert nicht. Er funktioniert deswegen nicht, weil hier die Wirten, wie Sie, Herr Stöger, behaupten, unwillens wären, sich an die Gesetzeslage zu halten, sondern weil sie es wirtschaftlich nicht schaffen. Nehmen Sie das einmal zur Kenntnis. Der Erste, der in dem Bereich gesagt hat, er macht ein Vorzeige-Nichtraucherlokal, war der Herr Kammerer von Wein und Co. Hat sie interviewen lassen von allen österreichischen Medien, hat gesagt, das ist was unglaublich Tolles. In weiterer Folge hat er gesagt, die Gäste sind qualitätsvoller geworden, sie konsumieren teurere Ware und unter dem Strich ist es für mich ein Geschäft. Ja, was war denn? 3 Monate später hat er kleinlaut das Ganze wieder zurücknehmen müssen. Und ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Gehen Sie gar nicht weit in das Lokal hinter dem Parlament. Commotion heißt es, mittlerweile zum 3. Mal übernommen. Eines der ersten Lokale, die
sich an das neue Gesetz gehalten haben, den Umbau genau gesetzeskonform gemacht haben, einen abgetrennten Raucherbereich, der kleiner war hinten und vorne der Nichtraucherbereich. Im Raucherbereich hat es gewurlt, draußen ist keiner gesessen, dann sind die Raucher weggeblieben, dann hat er aus wirtschaftlicher Not, ja, aus dem Zwang zu überlegen, das Ganze umgetauscht, ja, ist jetzt noch in der Übergangsfrist, also noch im gesetzlich ordentlichen Bereich unterwegs und er kann halbwegs überleben. Geht es noch dieser Regelung? Ja? Wird wahrscheinlich bald seine Pforten schließen müssen. Und da denke ich, dass wir zurückkehren sollten zu einer guten österreichischen Regelung, wo der Raucher Respekt hat, auch vor dem Nichtraucher und dann, wenn es den Nichtraucher stört, ja, vielleicht keine raucht oder sie auf einen anderen Tisch setzt, aber dieses Miteinander möglich sein muss. Und was der Kollege Matzenetter gesagt hat, das ist sehr wohl, ja, in einer Zeit, Matzenetter, entschuldigen Sie mir diese nicht korrekte Aussprache, ich werde Privatissimum machen im Raucherkammerl mit dem Kollegen Matzenetter. War das jetzt richtig? Wir probieren das später noch einmal. Lesen Sie den Rudolf Burger, ja, wenige Tage zuvor im Kurier, wir üben das auch, wenige Tage zuvor im Kurier zu lesen, einer der wenigen letzten österreichischen intellektuellen Querdenker, die es noch gibt. Und der in einer wundervoll erfrischenden Art und Weise über diesen ganzen Verbotswahn, der zurzeit bei uns herrscht, herzieht und auch ein bisschen die Hintergründe beleuchtet. Und ich möchte Ihnen durchaus provokante Aussage mit auf den Weg geben, weil ich auch von einem hohen grünen Repräsentanten angesprochen wurde, der das da wundervoll findet, wie er intellektuell abrechnet mit einer Entwicklung, die zurzeit im Laufen ist. Da wird der österreichische Intellektuelle und Professor Burg angesprochen, beim Thema Rauchen und das volkswirtschaftliche Argument und Burger antwortet, da kommt etwas ganz Faschistoides dazu. Abgesehen davon, dass in der Öffentlichkeit rauchen zu dürfen, eine Forderung der 1848er Revolution war, die eine ganze Kultur geprägt hat. Alle großen Intellektuellen und Politiker, Sartre, Malraux, Churchill, de Gaulle, waren Raucher. Der einzig militante Nichtraucher war Hitler.